haben wir uns immer darauf verlassen, was der Papst sagt, das wird schon stimmen. Hier wurde zum ersten Mal Wissenschaft wirklich erlebbar, fühlbar. Wissenschaft, die durchaus im Widerspruch zu den Lehren der katholischen Kirche stand. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, das ist der zweite Teil meines Kurzvortrags, was hat das mit Mails zu tun? Wenn ich den beantwortet habe, habe ich den Vortrag erledigt. Wenn wir uns mal überlegen, dass das erst 1851 passiert ist, das sind ungefähr 150 Jahre, da war so etwas vergleichsweise Einfaches wie dieses Pendel, das war gar nicht so einfach. Und im Übrigen, es wird immer komplizierter und vor allem wird es immer komplexer, aber wir Menschen beginnen logischerweise bei Null. Die Erfindung der Quadratwurzel, und ich finde, Eco hat das unwahrscheinlich schön in einem Satz zusammengefasst, weshalb ich den so einigermaßen sinngemäß zitiert habe, hat impliziert, dass es ein völlig neues Messsystem gibt, die Welt zu beschreiben, eine völlig andere Sichtweise, aber die ist gar nicht so verbreitet. Ja, die digitale Kluft wird ja heute sehr gerne apostrophiert von denjenigen, die meinen, sie stehen auf der anderen Seite. Das ist aber meistens nicht so. Dieser Ausflug ins Deutsche Museum ist allerdings vorbereitet. Auch der entspricht der Wahrheit, ich schwör's, mit allen Eiden. Auch wieder im Deutschen Museum, die Computerabteilung hatte ich mich nie verirrt. Ich habe mir immer gedacht, da kennt sich ja eh so ein bisschen mit aus. Und ich habe festgestellt, man wird genau dann alt, wenn man da die Maschine sieht, in diesem Falle war es bei mir eine Kienzel 61-8, auf der man gelernt hat. Noch mit Fädelkassette und so. Und ich gucke mich so um und da sehe ich dann zwei junge Damen, blond, recht hübsch anzusehen. Oh, guck mal da, das war so eine Zuse Z4, glaube ich. Ein Rechner von Zuse mit Röhre. Ganz, ganz viele riesige Schränke voller ECC 81 Röhren mit einem schönen mechanischen Pult. Und die fanden eins so ganz toll. Da war da auch so eine ovale Öffnung, da stand dann Lautsprecher drin. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Und dann habe ich gesagt, ja, war doch logisch, meine Damen, sehen Sie, diese Geräte hatten ja damals noch keinen Bildschirm, also hatten die Sprachausgabe. Das war den Damen völlig logisch und da kam sofort wieder aus der Ecke. Das waren andere. Nein, also was der Herr Ihnen da erzählt, das ist sehr optimistisch. Da müssten wir ja tausende von Röhren hier im Schrank haben, um eine digitale Sprachausgabe zu ermöglichen. Und da meinte die Dame, also hören Sie mal, das stimmt aber gar nicht, da glaube ich aber schon dem Herrn. Denn also wir hatten in der Küche damals ein Radio, da waren nur 5 Röhren drin und das hat wunderbar. Ja, die Frage ist, soll man da lachen, soll man da weinen oder soll man sich wundern? Ich erlebe es doch sehr häufig, dass auch viele Leute sagen, ich habe doch eine 0 eingegeben, aber es war das kleine O. Das Verständnis für diese digitalen Dinge. Das ist gar nicht so stark gegeben. Und dann fangen die Leute vielleicht mal langsam an, darüber nachzudenken. Aber es ist wirklich so, dass ich immer wieder feststelle, wir steigen im 8. Stock ein und darunter ist gar nichts. Ganz wichtig, ich weiß jetzt nicht, wer, ob der Roland oder ich den ausgegraben hat. Ich habe ihn mindestens mal in Rolands Blog gesehen. Ist dieser schöne Satz von Bertrand Russell, dass nur dann etwas funktioniert, im Sinne von gesellschaftlichen Nutzen anrichten, wenn der Benutzer sich auch mit diesem Gerät emanzipieren kann. Dazu vielleicht noch, ich muss ja jetzt die Folie nicht zu Ende lesen, dazu vielleicht noch mal einen schönen Spruch von Mark Haber. Wir beide waren in einem mehr oder minder privaten Event, sagt man ja heute, wo sehr viele computeraffine Menschen waren und ich provoziere, nur selten, schon mal. Und da habe ich gesagt, also weißt du, ich behaupte, das allgemeine Computer-Know-how ist eher geringer geworden durch die Einführung von Windows als größer. Und Marc meinte dann nur, ja, wie man es nimmt, ich glaube, es ist gleich geblieben, es verteilt sich nur auf mehr Leute. Ich glaube, das trifft's. Und der Versuch, für den Benutzer alles leichter zu machen, macht es in Wirklichkeit schwieriger.
Jetzt hatte ich das Problem, und damit sind wir dann endgültig beim Thema Mail. Hier hindern die Automatiken einen Benutzer entweder am Arbeiten oder was noch viel schlimmer ist. Wenn Sie ein Outlook nehmen und haben ein Word-Dokument, dann macht Ihnen das Outlook das Ding immer mit Word auf und führt auch gleich ein paar Makros raus. Oder wenn Sie eine .rec-Datei unter Windows haben, dann führt er Ihnen die meistens auch auf. Manchmal hilft der Virenscanner, aber das ist immer so eine Sache. Er hilft nicht immer. Und dazu möchte ich Ihnen mal ein Prinzip vorstellen, was man im Maschinenbau schon immer hatte. Ich komme durch Zufall aus der Branche, sprich, ich schreibe Software für technische Dinge, zum Beispiel so sexy Sachen wie Parabelfedern und Parabellenker für Güterzüge. Das gibt es immer so billig an für die goldene Serie um die Ecke. Also jetzt ohne Mist, das sind Spezialsachen, wo wir mehr Know-how-Transfer machen. Und da lerne ich eine ganze Menge über Sicherheit. Und ich nehme das mal an einem ganz einfachen Beispiel eines Kompressors. Den male ich mal symbolisch hier. So, das ist ein Verdichter. Dann habe ich hier einen Drucktank. Wenn ich den Kompressor einschalte, dann passiert das, was ich will. Der füllt sich mit Druckluft. Und wenn ich jetzt weggehe, eben mal pinkeln und kriege ein Telefonat und der Drucktank ist voll, dann fliegt er uns um die Ohren und dann gibt es hier Tote. Und deswegen hat man logischerweise hier ein, wir würden sagen PDAL, Pressure Differential Alarm, also wir haben hier einen Sensor, der also irgendwann mal, wenn der Druck auf dem Sollniveau ist, den Verdichter abschaltet. Das da wäre jetzt bei Windows der Virenscanner. Was aber ist, wenn der kaputt geht? Jeder gescheite Mensch hat deswegen hier ein dissimilar redundantes Sicherheitsventil. Sprich, das ist ganz bestimmt nicht elektrisch. Man soll sich nicht auf seine eigenen Brocken verlassen. Sprich, das wird auch nicht fernbetätigt, sondern das pustet so raus. Und mit diesen beiden unabhängigen Systemen habe ich Sicherheit. Wenn Ihnen einer ein System verkauft, das sich ausschließlich auf einen Virenscanner verlässt, jagen Sie den mit der Peitsche nach Hause. Aber dann müssen Sie alle mit der Peitsche nach Hause jagen. Das ist das Problem. Stand der Technik ist immer: zwei Sicherheitssysteme, bei den verdammten Dampfloks zum Beispiel, da hatten wir zwei Sicherheitsventile. Es gab zwei Speisepumpen, wenn sie nämlich nicht genügend Wasser im Kessel hatten, hatten sie ein kleines Problem. Es gab also zwei, auch in unterschiedlicher Technologie ausgeführte Speisewasserpumpen. Und hier bei Windows haben wir immer nur ein einziges Sicherungssystem. Ganz wichtig ist, ich brauche dissimilare Redundanz und ich brauche sie in der IT in Depth. Sprich, ich muss erst vor die eine Schranke laufen, um dann noch vor eine andere laufen zu können. Das bemerke ich nur einmal an, was Stand der Technik ist. Tja, Sicherheit. Die NSA-Enthüllungen waren keine. Wir haben es Ihnen gleich gesagt. Seit Jahren haben wir allen gesagt, wir werden ausspioniert. Und dann diese beiden Bilder haben Sie vielleicht in der Zeitung gesehen. Hier hat sich eine junge Frau ganz offensichtlich bei einem Streifenpolizisten daneben benommen und hat ihm ins Gesicht gespuckt. Der Polizist hat ausgeholt, das Ergebnis sehen Sie da. Da möchte ich überhaupt nichts drüber bewertet haben. Aber was danach passiert ist, das war schlimm. Und da brauchen wir keine NSA zu. Die Dame hat den Polizisten angezeigt, weil sie der Meinung war, dass das nicht notwendig war, sie so zuzurichten. Und was ist passiert? Man hat ihren Mobilfunkprovider festgestellt, hat ihre gesamten Kontakte ausgelesen. Dann sind Polizisten zu sämtlichen Kontakten gefahren, haben die Vita durchleuchtet dieser Leute, haben einige Kleinigkeiten gefunden und haben gesagt, ach, wir sind an dir überhaupt nicht interessiert. Aber gib uns doch mal belastende Details zu dieser jungen Frau, damit die uns keinen Ärger machen kann. Und dann stellen wir unsere Ermittlungen ein.
Das waren ganz klare, von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei gedeckte, brutale Angriffe gegen das Fernmeldegeheimnis. Das sind die Angriffe, die von Politikern immer bestritten werden. Und das sind die Angriffe, von denen immer erzählt wird, dass sie notwendig seien, um uns zu schützen. Und wir müssen uns überlegen, wo kommt das her und was tue ich? Ganz schlimm, eine Blamage für den Rechtsstaat, ist der Fall Hoeneß. Wie kann das sein, dass wir Details aus der Steuererklärung des Herrn Hoeneß in der Boulevardpresse lesen dürfen? Wie kann es sein, dass der Vorsitzende Richter am Bundesfinanzhof sagt, in Richtung Politik und Behörden, eine der Grundlagen dafür, dass wir unseren Bürgern in die Tasche gucken, in die Bücher gucken dürfen, ist die Wahrung des Steuergeheimnisses. Wäre das nicht mehr gegeben, wäre unsere gesamte Rechtsgrundlage dahin. Kann das sein? Wo ist da unsere Privatsphäre geblieben? Ich finde das ganz schlimm. Und leider ist das ja nur der Anfang. Wenn wir ansehen, Himmler war ein demokratisch gewählter Politiker. Man muss es mal ganz klar sagen. Hitler übrigens auch. Der Hitlerputsch, wenn ich immer nur die Zeit, als es Nacht wurde über Deutschland. Scheiße, der Hitlerputsch ist gescheitert. Hitler ist demokratisch gewählt worden. Himmler war relativ clever und hat seine Dienste zusammengefasst und hat das als organisatorische Maßnahme bezeichnet. Da wussten schon einige, dass das verdammt gefährlich ist. Denn traditionell, und das muss ja auch irgendwo sein, haben Geheimdienste eine ganz andere Möglichkeit, Zugriffssparten für Informationen, die logischerweise einem Polizisten verwehrt bleiben muss. Was passiert, wenn die auf die gleichen Daten zugreifen? Ich muss ja gar nichts mehr sagen, denn der NSA-Austausch ist bekannt, wird vielfältig praktiziert und das auch schon seit weit über 5 Jahren. Was passiert aber wenige Jahre später? Der Plan wurde zwar von seinem Nachfolger, de Maizière, auf Eis gelegt, aber Schäuble hat ganz klar ein solches gemeinsames Datenverarbeitungszentrum forciert, als Verwaltungsmaßnahme. Gut, okay, er hat gesagt, IT-Maßnahmen. Welches Missbrauchspotenzial da liegt, brauche ich, glaube ich, nicht zu erläutern. Wir sind mit solchen Leuten und mit einem Herrn Friedrich, der gerade unser Grundgesetz redefiniert, auf einem ganz, ganz schlechten Weg. So, jetzt wieder zurück in die Gegend, Herr Barth. Bevor ich jetzt, Roland, Sie wollten das eigentlich machen, aber das würde jetzt ganz gut passen, wenn ich jetzt mal sagen würde, wo jetzt der Herr Haber ins Spiel kommt, wie man sich schützen kann. Ich stelle immer wieder fest, dieses Wort, das geistert so seit 2 Jahren durch den Blätterwald. Was mich dabei so fürchterlich stört, ist, dass bereits, wenn ich Post bekomme, wenn die für mich vorgelesen und vorsortiert wird, muss ich reingucken. Sprich, wenn jetzt Leute auf die Idee kommen, oh, wir wollen bestimmte Dienste, möglichst noch Bezahldienste, die wollen wir priorisieren, dann muss man vorher in meine Kommunikation reingeguckt haben. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Als wir den Vortrag vorbereitet haben, meinte Mark Haber, das Einzige, was Kunden wirklich schützen kann, das ist der Betrieb eines eigenen Mail-Servers. Ich habe den aus verschiedenen Gründen schon seit der ganzen Zeit. Das waren praktische Gründe. Und wenn sich einer mit dem Mail auskennt, sehr gut auskennt, dann ist das Mark Haber. Erstens mal macht er das schon sehr, sehr lange. 20 Jahre mindestens. Und zum Zweiten war er bei einem großen Provider, also umsatzgroßen Provider, für die Konzeption von Dienst.